Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin Coral P100, der mit der Zahl hinten dran. Wir spielen Metal Gear Rising Revengeance. Ihr erinnert euch, wir sind vor dieser Tür hier stehen geblieben das letzte Mal. Haben hier ordentlich aufgeräumt. Jetzt sehe ich gerade, wie weitläufig das hier ist. Ob ich mich hier mal umgucken soll? Nö! Da ist nichts. Um Gottes Willen, entschuldigt mein komisches Reden und mein häufiges Schlucken. Irgendwie muss ich aufstoßen und will nicht, dass das im Video ist. Deswegen versuche ich da oft ein bisschen verkrampft. Egal. Weiter geht's. Oh oh, das sieht alles so gefährlich aus, Jason. Gehen Sie zum Raffinerieturm. Meint er, das können wir? Oh, okay, geht's runter. Oh, und hier sind, gibt's hier was zum Insammeln? Guck mal, eine VR-Mission zum Freispielen, die wir eh nicht spielen werden. So, who? Oh, bester Schatten auf dem Koffer. Seht ihr den Schatten? Der bestand aus 12 Pixeln. Mai, oh mai, oh mai. Grafik, Wucht. Nee, aber an sich finde ich es ganz stimmig, die Grafik. Es hat sowas von Metal Gear Solid eigentlich. Metal Gear Solid war nie eine realistische Grafik, auch Teil 4 nicht und auch Teil 5 nicht. Obwohl Teil 5, der jetzt bei kommt, schon eine sehr realistische Grafik hat. Aber die waren nie darauf bedacht, eine super realistische Grafik zu machen, so wie zum Beispiel die Leute bei Crysis, sondern die wollten immer sowas, was so als Gesamtbild, als künstlerisches Gesamtbild einfach stimmig ist. Und das schafft das Spiel ganz gut. Also ich finde es in Ordnung. Finde es in Ordnung. Sagen wir es so. Eine Wucht ist es nicht, aber okay. Oh oh. Oh oh. Na bravo. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. Nenn mich nicht so. No one calls me that anymore. Dosaev, where is he? I can show you a better time than that, crusty old bear. You're in charge here? I am Mistral. The cold wind of France. Doll. And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know? I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see? Cut from the same cloth, you and I. You don't know. Komm mir nicht so. I lost my whole family. Everything. But I butchered those fuckers. What? My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. Machst du dich jetzt nackig? My enemies fell like domino. One after another, not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Oh, shit. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. Ich habe Angst. Die macht mich bestimmt fertig. It seems we have less in common than I thought. Aber die Stöckelschuhe haben wir gemeinsam. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Ach du grüne Neune.
ist schon geil designt, muss man schon sagen. Mongar? Oh, eine Speerkämpferin. Na schön. Super. Gott sei Dank, ich habe gedacht, die kleinen... Okay, die kleinen Viecher wuseln mit rum. Oh, pff. Alter, hat die eine Abwehrspanne, hey. Alter, Kack. Komm schon, du Drecksau. Schnitz ich deinen Speer kaputt, oder was? Brauchst du neun, ne? Brauchst du neun? Brauchst du neun? Komm her jetzt hier. Deine komischen kleinen Viecher machen nix, hä? Bam, bam. Komm schon, komm schon. Komm wieder runter. Abwehren, Jack! Was muss ich machen? Pff. Jetzt mache ich mal keine Dummen. Oh. Du Drecksau, du! Du Bitch! Hier, Plattform wechseln oder was? Yep, me too. Aber wird hier gemacht? Oh. Nein! Oh oh. Nein. Komm schon, mach dich kaputt! Du hässliche Drecksau! Oh oh. Oh mein Gott, die schlägt einfach sehr oft zu. Und dann diese kleinen... Diese kleinen hier. Das sind die allerbesten. Nur. Ah, den letzten natürlich wieder nicht. Na komm schon. Ach. Du das ganze Ding auseinanderlegst. Alter, wie geil die Kämpfe hier sind. Ich kann mich gar nicht beruhigen. Sowas finde ich ja schon nice. Wir nehmen das ganze Kraftwerk auseinander in dem Fight. Na gut. Wenn du nicht anders willst. Wow. Na komm, du musst doch bloß noch sterben jetzt. Tja, haben wir ja die Superkombos drauf, mit denen du nicht rechnest, ha? Oh oh. Ah, Jack. Komm schon hier, ihr kleinen Scheißer. Staub kaputt, du blöde Kuh, du! Denkst du, du kannst mit mir messen hier, oder was? Mach mal deine, ruf mal deine kleinen Köterviecher hier zurück. Jetzt macht er nicht hier schon wieder den. Das ist ja echt lame. Aua, aua, aua. Okay, es ist vielleicht doch gar nicht so lame. What? Oh oh, oh oh. Na komm nur.
Es ist over? Das hättest du wohl gern, ha? Ich spül dich weg! Oder schütte dich. Oh, flüssiger Stickstoff? Drecksau. Oh. Willst du noch einen? Soll ich dich noch ein bisschen mehr kaputt hauen? Buchstäblich in 53 Teile zerlegt, die Dame. Huh! Der war funny. Der war echt funny. Cipro, report! Your vitals are dropping. I lost. So this is how they felt. What? Dying. For a cause. Wait. No. Hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What? What is this talk about? Just him. The two won't go. Okay. Mister, you never. Nun ja. She's not talking to you, idiot. You! You killed her! You trial nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's over, Dosayev. Surrender. I did 2 points to get in. Translation? Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. Built with Russia money to make Russia money. It is no plan for Abkhaz. It is their prison. But now they will be free. Oh mein Gott, Mädchen, mach nichts hier. Grandios. Damit scheint das Kapitel abgeschlossen zu sein. Gut, das hat mir doch sehr schön gefallen. Staatsstreich. Auch wenn da oben meine, meine Kampfränge nicht so zufriedenstellend sind. Aber was soll man machen? Das hat mir jetzt cool gefallen. Dieser Kampf am Schluss und wie der inszeniert war, dass wir da echt durch das komplette Ding geheizt sind. Das ist echt cool. Sowas mag ich bei Spielen, wenn die auch mal ausnutzen, dass sie eh schon jede Menge Inszenierung sind und das Gameplay runtergebrochen ist auf ein paar Sachen, dann sollen die es auch richtig krachen lassen. Hat's gemacht. Super. Kurzer Blick auf die Uhr. Nee, da wäre der Part überkurz. Ich würde sagen, wir machen jetzt kurz noch weiter. Stangenwaffe. L'étrangère freigeschaltet. Schön. Was soll ich damit? Kann ich die jetzt anstatt ein Schwert nehmen? Ist die so cool? Keine Ahnung. Raidens Körper anpassen? Ja. Ach so. Hauptwaffe. Ah, ich kann jetzt tatsächlich das Schwert zu dieser... Oh, was? Verbesserungen. Diese durch Wechselstrom verstärkte Klinge schwingt schnell genug, um die teilliche Bindung von Objekten zu schwächen. Die Effektivität wird im Klingenmodus der Energie verbraucht, jedoch Schläge mit höherer Geschwindigkeit ermöglicht durch weniger... Aha. Wenn ich jetzt X drücke, kann ich... Ach, das ist X. Sorry, ich war auf dem PlayStation-Controller. Aha! Die aktualisierte Version der Raiden Cyberkörper verwendet im Firmware Verstärkung der Leistungsfähigkeit seines Gehirninterfaces. Er ermöglicht präzisere Bewegungen, führt zu größerem Schaden bei seinen Feinden. Yes! Nehmen wir. Das gibt... Konnte man jetzt quasi bloß einmal kaufen? Na, wie viel habe ich gesehen, haben wir? Da oben 62.000, das können wir doch alles nehmen. Absorptionsverbesserung. Eine aktualisierte Firmware war Verbesserung der Fähigkeit, mit seiner Waffe Elektrolyte als Brennstoffzellen von Feinden zu absorbieren. Das machen wir auch. Energieaktiv bei Raidens Oberkörper verwendet Firmware Senkung Brennstoffverbrauchs im Klingenmodus. Verringert die Menge der verbrauchten Energie. Na, dann nehmen wir auch noch.
Huse F oder was? X for Bess. Ah ne, das war jetzt nur quasi die Waffe. Aha, aha. Körper. Was haben wir denn am Körper alles? Ausrüstung, Spezialkörper. Ach ne, das haben wir schon. Das ist quasi unser Anzug. Was haben wir denn noch? Sekundärwaffen. Haben wir da irgendwas zum Aufbessern? Stangenwaffe L'Étrangère. Also durch Verbindung mehrerer Tripod-Arme hergestellte Stangenwaffe der Anwender kann sie mit einem Speer einsetzen und die Spannung der Arme verringern, um sie der Art einer Peitsche zu schlagen. Entwickelt nach sorgfältiger Analyse eine Mistral von Mistrals Kampfdaten. Boah, pff, ich weiß nicht, ob ich den haben will, um ehrlich zu sein. Ich gehe stark davon aus, wenn ich den jetzt nicht kaufe, dann wird es mir gleich ordentlich sagen, du hättest das kaufen sollen. Aktuelle Raidens Firmware, künstliche Muskulatur an Stellen, an denen er getroffen wird, sofort umformt. Verringert die Menge des erlittenen Schadens. Ja, das ist was, das ist schön. Was haben wir denn noch? Brennstoffzellen. Aktualisierte Raidens Cyberkopf verwendet Firmware-Optimierung des Energieverbrauchs. Ja, das nehmen wir auch noch. Na klar, dann nehmen wir alles. Fertigkeiten. So, neue Kombos oder was? Luftabwehr. Akte bla bla. Gleichgewicht in der Luft, der ermöglicht den Angriff abzuwehren, wenn er nicht auf dem Boden befindet. Oh, das ist, glaube ich, gut. Defensivangriff. Schnelleres, detaillierteres Übermitteln von Rückmeldungen zu seinen Synapsen. Dank dieser detaillierten neuralen Rückmeldung kann Raiden gegnerischen Attacken frei ausweichen und sie kontern. Ja, wie meinen Sie das denn? Ich habe keine Ahnung, kaufe ich. Himmel hoch. Himmelloch, habe ich schon gelesen. Reaktionsgeschwindigkeit seines Quadrizeps ermöglicht einen besonderen Aufwärtsschlag, mit der er seinem Fuß an... Was? Mit der an seinem Fuß... Ah, okay. Kaufe ich. Ich kaufe das jetzt alles. Ich lasse sie jetzt richtig krachen. Aktualisierte Verbesserung Reaktion seiner inneren Hüftmuskels. Er ermöglicht ihm schnell in die Hocke zu gehen und einen speziellen Fußtritt auszuführen. So, pff. Donnerschlag. Er ermöglicht ihm eine Druckwelle zu erzeugen. Das ist natürlich cool. Obwohl, dann schlage ich die ja mal von mir weg und so. Irgendwie frei in der Luft zu drehen und blitzschnell abzutauchen und Gegner mit vernichtender Kraft. Aha, aha. Ach, den kaufen wir jetzt noch. Der ist so teuer. Den nehmen wir noch mit. Und ich glaube, die Luftabwehr, die nehmen wir auch mit. Die brauchen wir dann sicher noch. Schön, dann haben wir ja hier jetzt ordentlich was gemacht. Na, das gefällt mir doch. Anpassungsbildschirm verlassen. Ja. Schön, dass du es gespeichert hast. Ja, liebe Freunde, wird ja der Zeit verschwenden und da war's das auch. Okay, jetzt geht schon das nächste Level los. Na gut. Gucken wir uns das noch an. Got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Großartig. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K-9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bone. Amusing on two levels. Ah, oh, genau mein Ding. Ach, schön. Ich sag's euch immer wieder, Zynismus und Sarkasmus. Das ist es. So. Oh ja. Oh, wir sind getarnt. Dennis ist away. Mariachi. No? Cyborg? Es ist Romero. Wir sind hervorragend getarnt, würde ich sagen. Automodus, na, das ist auch wieder ein Wortspiel gewesen. Adios, amigos. ¿Viste? Qué raro, eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. Na, Gott sei Dank hat das geklappt. Stell dich vor, die werden uns jetzt gefolgt. It's Raiden. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it.
We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here, the locals say black crocodiles live in those sewers. So, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Na klar, wir werden den Typen auch noch beschützen. Liebe Freunde, virtuelle Zeitverschwendung, das war's schon wieder. Die Zeit ist abgelaufen, wir haben es sogar ein bisschen länger gemacht. Metal Gear Rising Revengeance wird gespielt und wir sind jetzt hier irgendwo in so einem Abwasserkanal und müssen Sachen erforschen. Naja, und ich glaube, das läuft darauf hinaus, dass wir wieder jede Menge komische Leute verprügeln werden gleich. Und da freue ich mich drauf. Freut ihr euch auch drauf? Dann schaltet wieder ein. Und dann werdet ihr sehen, wie das verläuft. Koopern 100 Meter Zeit, dran bin ich. Und ja, wenn euch das hier gefallen hat, lasst es mich doch wissen. Das würde mich sehr freuen. Ich sag tschüss und bis dann.